zusammen und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Heidenheim. Neben mir begrüße ich die beiden Trainer Frank Schmidt und Markus Anfang. Unsere Gäste haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Ja, schönen guten Tag zusammen. Bevor ich etwas zum Spiel sage, möchte ich erstmal mich entschuldigen für das Foul an Özkan vor der Halbzeit. Ich glaube, das war ein böses Foul, allerdings mit Sicherheit nicht mit Absicht von Niklas Dosch. Es war einfach so ein bisschen Unerfahrenheit, wo er übers Ziel ein bisschen hinausgeschossen ist. Wie gesagt, nicht mit Absicht, aber trotzdem vor allen Dingen gute Besserung an den Spieler, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Wir hatten einen sehr guten Start ins Spiel heute mit dem 1-0 nach einer Standardsituation. Das haben wir auch zuletzt wieder trainiert und auch eingefordert, dass wir da mehr Kapital draus schlagen. Ich denke, wir haben dann die erste halbe Stunde ganz gut verteidigt, hatten bis auf das vermeintliche oder Abseitstor nichts zugelassen. Erst so ab der 28., 29. Minute wurde der Druck dann so groß, wo Köln auch zu Chancen gekommen ist. Das haben wir, denke ich, da mit Glück und Geschick auch verteidigt. Was auch klar war, zweite Halbzeit, dass der Gegner jetzt einen neuen Anlauf nimmt, Dinge verändert, um dann das Spiel zu drehen. Frühes Gegentor dann in der 58. Minute und auch nach einer Eckballsituation, wo wir ein bisschen unsortiert waren, dieses kurze Anspiel nicht verhindert haben, haben wir natürlich vor dem Spiel darüber gesprochen. Und ich finde, das ist dann eine absolut kämpferische Top-Leistung von meiner Mannschaft gewesen, wenn man dann das 1-1 bekommt und so lange diesen Druck abwehren muss. Ich denke, jeder hat für den anderen gekämpft. Es waren zwei unterschiedliche Spielansätze heute. Wir haben leidenschaftlich verteidigt, haben dann darüber hinaus sogar noch ein, zwei richtig gute Konterchancen gehabt. Aber der Druck war unterm Strich sehr groß und auch da in der zweiten Halbzeit mussten wir unheimlich viel Aufwand betreiben. 123 Kilometer gelaufen. Ich glaube, das hat man von außen auch gesehen, dass wir viele Räume zulaufen mussten, weil Köln sehr ballsicher war, weil sie immer wieder einen neuen Anlauf genommen haben. Aber wenn man dann das 1-1 am Ende hat, dann denke ich, ist es auch nicht unverdient, weil wir uns einfach in jeden Zweikampf reingeschmissen haben und wenn wir uns auch mal verpasst haben, uns dann gegenseitig ausgeholfen haben. Und deswegen bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden und ja, fahren wir mit einem sehr guten Gefühl heute nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank, Frank Schmidt. Markus, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, hallo zusammen. Ich habe das Spiel so gesehen, dass wir nicht so gut ins Spiel gekommen sind, haben direkt ein paar Standardsituationen gegen uns gehabt, haben leider ein paar individuelle Fehler gehabt, kriegen dann das Tor und dann, glaube ich, waren wir richtig gut im Spiel nach 20 Minuten und haben permanent nach vorne gespielt, immer wieder versucht, neue Aktionen zu starten, haben immer wieder auch mal wieder über Außen Situationen kreiert, sind dann in die Box reingekommen, in den 16er reingekommen, in den Strafraum. Jedes Mal Situationen gehabt, wo wir hätten abschließen können, haben aber nie so wirklich den richtigen Abschluss gefunden. Machen auch das Abseitstor. Ist schade halt in so einer Situation, wenn du dann vielleicht da in Führung gehst oder vorher schon das Tor machst, dann wird es ein bisschen leichter, weil du halt permanent mit diesem Druck, den du auf den Gegner ausübst, immer wieder mal Fehler erzwingst beim Gegner, wenn sie so tief stehen. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, war es permanent ein Spiel auf ein Tor. Und was wir vielleicht hätten ein bisschen anders machen können, dass wir noch vermehrt noch mehr Torabschlüsse haben, obwohl wir schon, ich glaube, 28, 30 Torschüsse hatten. Aber einfach noch mehr auf die Kiste hauen, nicht diesen freien Mann immer wieder versuchen zu suchen. Wenn du schon im 16er drin bist, dann schließ einfach ab. Und vielleicht wird auch mal einer abgefälscht und rutscht mal rein. Aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben permanent nach vorne gespielt, auch hinten raus immer wieder nach vorne gespielt. Auch die Gefahr, dass du Konteraktionen gegen dich bekommst. Wir wollten unbedingt gewinnen und die Jungs haben alles dafür getan heute. Und dann sieht man halt, wie wir immer gesagt haben, es ist wahnsinnig schwer, Spiele in dieser Liga zu gewinnen. Und das ist uns heute leider verwehrt geblieben. Aber ich glaube, dass wir den Jungs keinen Vorwurf machen können, ganz und gar nicht. Wir haben immer wieder nach vorne gespielt, ohne allerdings dann am Ende uns dafür zu belohnen. Das ist bitter. Aber das nehmen wir jetzt so auf. Wir dürfen auch nicht immer nur das Ergebnis oder das Schlechte sehen, sondern müssen auch mal wieder sehen, dass wir nach vorne sehr druckvoll gespielt haben und werden uns jetzt regenerieren und dann werden wir uns vorbereiten auf das Pokalspiel. Ich hoffe, dass die Jungs dieses Gefühl, was sie hatten, dass wir permanent Druck ausüben, dass sie das einfach mitnehmen, dass es ihnen gut tut, dass wir das Spiel bestimmen, dass wir nach vorne spielen und dass wir das dann auch in der Zukunft fortsetzen können. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch wieder belohnen werden. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Marc Merten vom Geistblock.
Ja, Anfang. Zunächst einmal die Frage, wie geht es Salih Özcan? Gibt es da schon irgendeinen Stand? Und in dem Zuge, wie bewerten Sie die ganz generell, die Leistung des Schiedsrichters heute? Naja, erstmal ist es halt bei Salih eine Situation, Frank hat es ja eben gesagt, hat sich dafür entschuldigt. Ich glaube schon, dass es ein sehr hartes Foul war. Salih konnte auch nicht weiterspielen, wir mussten ihn auswechseln. Ich hoffe halt, dass jetzt nichts Schlimmeres bei ihm ist. Bei solchen Dingen kann halt auch gern mal was am Knochen sein oder mal richtig was durchbrechen bei so einer Situation. Aber ich hoffe nicht, dass es so dramatisch ist. Zu der Gesamtsituation, was Schiedsrichter betrifft, möchte ich eigentlich nie was großartig sagen, weil keiner möchte mit den Schiedsrichtern tauschen, weil es halt auch schwierig ist, immer wieder in der Kürze der Zeit Entscheidungen zu treffen. Und wir, glaube ich, sollten uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Das ist unser Spiel. Und wenn wir das eine oder andere Tor mehr gemacht hätten, dann hätten wir jetzt vielleicht auch gar nicht so diese Frage. Also insgesamt, glaube ich, hat er auch versucht, sein Bestes zu geben. Aber klar, kommen immer mal Situationen auf, die zu diskutieren sind. Aber ich möchte mit ihm nicht tauschen, ist immer schwierig. Weitere Fragen? Alex Haubrichs vom Express. Ja, Markus, du hast für Salih dann Serhou Guirassy gebracht. Der hat, ja, wie sagst du am besten, wie er dir gefallen hat in das Spiel dann nach der Pause, wie er Druck entfachen konnte? Ja, ich glaube, dass wir, es war auch in der ersten Halbzeit, haben wir auch gemerkt, wir haben, ich sage ja, viel über außen noch nochmal Situationen gehabt, haben dann auch in den 16er reingeflankt und dann tut es natürlich gut, wenn du von der ballentfernten Seite nochmal einen hast, der vielleicht auch ein Kopfballspieler ist. Und Serhou hat halt eine Art Fußball zu spielen, die kommt halt manchmal nicht so konsequent rüber bei dem Zuschauer, aber der Junge hat halt Qualität und wir müssen halt auch geduldig sein. Ist ein junger Kerl, war lange verletzt, auch gerade im letzten Jahr und jetzt kommt er nach und nach und hat schon für Torgefahr gesorgt. Jetzt nicht nur, dass er das Tor gemacht hat, auch so, auch immer wieder mal 1-gegen-1 Situationen. Ich glaube schon, dass es, glaube ich, ganz, ganz okay war, dass wir da so reagiert haben. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag.